Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es ist Tutorial-Time. Wir haben schon viele Übungen gehabt. Beine, Arme, Rücken. Was fehlt uns noch? Die Schulter. Für mich die Königin der Schulterübungen. Und das meine ich wirklich ernst. Und das ist nämlich keine drückende Übung, sondern das ist Cycling. Jeder will im Frontline-Up, in einer geschlossenen Most Muscula, einfach immer sein Frame maximal ausnutzen, und das macht man halt nur, indem die seitlichen Schultern ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Und deswegen haben wir heute wieder, wie immer natürlich, Michi da, und wir werden mit euch Seitheben durchgehen. Okay, bei Schultern ist es sehr oft so, dass die meisten Trainierenden einen sehr, sehr dominanten vorderen Delt haben. Also die Schulter besteht aus drei Köpfen. Wir haben die vordere Schulter, die seitliche und die hintere, und aufgrund des anfänglich sehr oft propagierten Brust-Bizeps-Trainings, ja, haben die Leute meistens einen sehr, sehr dominanten vorderen Delt, vor allem auch, weil sie die Drückbewegungen falsch machen und aus der vorderen Schulter schieben und leider eine relativ unterentwickelte in Relation seitliche Schulter und hintere Schulter. Und wir werden euch heute zeigen, wie man die seitliche Schulter mit Seitheben am besten trifft und was die größten Fehler beim Seitheben sind. Wichtig dazu zu sagen, die Prinzipien, die jetzt beim Kurzhantel-Seitheben gelten, das hat jeder zur Verfügung, deswegen ist das natürlich für uns die Priorität, euch Kurzhantel-Seitheben zu zeigen, lassen sich natürlich in allen Maschinen genauso und in den meisten Fällen einfacher umsetzen als mit Kurzhantel. Also ich bin der Meinung, dass jetzt Seitheben an der Maschine oder am Kabel eigentlich der Kurzhantel überlegen ist, weil er ein besseres... weniger Fehlerpotenzial. Erstens einmal weniger Fehlerpotenzial. Ich habe aber auch ein besseres Lastprofil der Übung, weil bei der Kurzhantel, wir sind wieder bei der Schwerkraft, geht 180 Grad in den Boden, habe ich halt hier relativ wenig Widerstand, wo ich eigentlich am stärksten bin. Und dort, wo ich am schwächsten bin, ist die Bewegung eigentlich am schwersten. Nichtsdestotrotz zeigen wir euch jetzt einmal Kurzhantel-Seitheben. Ein klassischer Fehler beim Seitheben ist das. Ja, ist ein bisschen überspitzt gezeigt, ja, aber die meisten Leute weichen beim Seitheben über die vordere Schulter aus, weil die zu dominant und zu stark ist, und unser Körper ist immer sehr, sehr effizient bei der Bewältigung einer Last. Unser Körper möchte sich so wenig wie möglich anstrengen, darum verwendet er immer die Muskelgruppen und Muskelketten, wo er am stärksten ist und sie die Bewegung so leicht wie möglich machen kann. Ja? Wir müssen aber versuchen, wenn wir die seitliche Schulter treffen wollen, nicht in dieser Bewegungsachse zu sein, sondern in dieser Rotationsachse zu sein. Kurzes Beispiel. Wenn wir da einen Bleistift durchstecken würden oder einen Schrauben, genau durch die Ellbogenspitze und durch das Ellbogenbrüchen, dann müsste das leicht nach unten zeigen. Also nicht ganz waagrecht sein, ja, sondern wirklich leicht nach unten zeigen, dann bist du in der richtigen Achse. In den meisten Fällen, wie es der Michi vorher gezeigt hat, passiert aber das, dass das so stehen wird. Das heißt, nehmt euch euer Ellbogengrübchen als Beispiel, denkt nicht mehr an eure Hände, die sind vollkommen irrelevant, und habt die Oberarmrotation im Schultergelenk so, dass das Ellbogengrübchen leicht nach unten zeigt. Ob das jetzt wirklich tatsächlich germanisch Ellbogengrübchen heißt, habe ich keine Ahnung, aber mir folgt kein besserer Ausdruck. Genau, ich erkläre das auch immer gern so, dass man sich vielleicht noch ein bisschen leichter was darunter vorstellen kann. Ihr stellt euch vielleicht vor, ihr habt statt den zwei Kurzhanteln zwei Wasserflaschen in den Händen. Magst du das nicht erklären? Nein, weißt du, warum ich das nicht mag, diese Erklärung? Warum? Weil ich den Unterarm unabhängig vom Oberarm rotieren kann, ja, und ich kann, wenn ich jetzt so bin, die scheiß Flaschen trotzdem ausschicken. Stimmt, stimmt. Und deswegen ist die Vergleich scheiße. Ja, stimmt. Na, dann schneiden wir die raus. Nein, die schneiden wir nicht raus. Das ist genau das. Also, ich höre immer diese Flaschengeschichte. Ja. Wie gesagt, Unterarm zu Oberarm aber da kann ich schon weniger falsch machen, wenn ich den. Nein, du siehst die Leute dann wirklich so auf und mit den Händen so. Du siehst das wirklich. Ja, hast recht. Fail.
Und halt ein weiterer Fehler, der noch relativ oft passiert, ist, dass die Leute den Nacken mit hochziehen. Ja? Dass man dann das macht. Ja? Auch ein Thema zum Nacken. Leg mal rein den Scheiß wieder. Ihr dürft es nicht vergessen, die seitliche Schulter ist dieser Muskel. Der Nacken ist dieser Muskel. Was glaubt ihr, ist für den Körper ökonomischer zu bewegen oder die Bewegung herzuleiten? Natürlich aus dem Nacken. Deswegen haben wir haben ja zwei Gelenke in der Schulter. Wir haben das Acromioclavicular-Gelenk und wir haben das Schultergelenk. Beim Seitheben bewege ich das Schultergelenk. Wenn ich den Nacken verwende, was die meisten machen, hebe ich die ganze Schulter, das Schulterdach hoch mit dem Acromioclavicular-Gelenk. Das heißt, das Wichtige ist, die Schulter bleibt unten und das ist das Schultergelenk. Ist es am Anfang ratsam, das vielleicht einarmig zu machen, weil man sich darauf konzentrieren kann? Als Tipp am Anfang für die, die sich wirklich schwer tun, den Nacken auszuschalten. Presst euch das Schulterdach mit der Hand nach unten, dann seid ihr im richtigen Gelenk und fühlt gleichzeitig mit dem Zeigefinger ein bisschen am Nacken, ob der nicht vielleicht die Bewegung einleitet. Und wir wissen, das Einleiten der Bewegung und die Endkontraktion sind in Bezug auf Muskelwachstum zwar ganz wesentliche Punkte, weil da am meisten Stress auf die Muskulatur kommt. Und wenn ich das immer mit einer Sekundärmuskulatur mache, sprich ich leite die Bewegung aus dem Nacken ein und kontrahiere dann noch im Nacken ein, wird eure seitliche Schulter nicht so wachsen, wie ihr es gern hättet. Dementsprechend ist es einmal einfacher, nur mit der einen Hand Seitheben zu machen und mit der anderen Hand zu kontrollieren, was macht der Nacken und wendet das Schulterdach nach unten. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also dann ab jetzt alle Kanonenkugeln Schultern. Yes! Wir brauchen Bulletproof Schultern auf der Bühne für alle, die nachhaltig Erfolg im Bodybuilding haben möchten, ist natürlich die Schulter unerlässlich wie alle anderen Muskeln. Es kommt immer auf die Symmetrie drauf an. Aber ganz eine wesentliche Stelle, ich kann mit den Schultern wunderbar strukturelle Schwächen wie kurze Schlüsselbeine kompensieren. Man sieht das sehr, sehr gut am Phil Heath, der doch 7 Mr. Olympia-Titel mit nicht optimalen Schlüsselbeinen, aber aufgrund natürlich seiner Schultern für sich verbuchen hat können. Dementsprechend tut's brav seitdem. Wir sehen uns beim nächsten Video.